Tagesordnungspunkt 21. Es ist eine vereinbarte Debatte zur Rolle Europas in einer Welt des Umbruchs. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 90 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch, dann ist es so beschlossen. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort der Abgeordneten Dr. Katharina Barley, SPD. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Gäste. Ja, die Rolle Europas. Die Rolle Europas ist geprägt durch die Wertegemeinschaft, die Europa bildet. Und diese Wertegemeinschaft erfährt derzeit eine Veränderung durch das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs, durch den Brexit. Der Brexit, wenn er kommt, wird diese Gemeinschaft verändern. In das Mutterland der parlamentarischen Demokratie scheidet aus, einer der Grundpfeiler unseres wertegebundenen Zusammenwirkens. Aber auch der Vorgang selbst hat die Europäische Union schon verändert. Alle Welt sieht, was passiert, wenn man den Populisten auf den Leim geht. Wenn man denen auf den Leim geht, die überhaupt keine Hemmungen haben, alles kurz ins Kleinste schlagen, was besteht, aber nicht die geringste Ahnung davon haben, wie der Schaden behoben werden soll, dann passiert sowas wie der Brexit. Und der Brexit hat noch etwas anderes gezeigt. Er hat gezeigt, was passiert, wenn die Menschen vor Ort keine Verbindung sehen zwischen Europa und ihrem eigenen Leben, jedenfalls keine positive. Mein Vater, das wissen Sie wahrscheinlich, stammt aus Großbritannien. Er stammt aus Lincolnshire. Das ist eine Grafschaft in Mittelengland und zu unserem großen Leidwesen die Grafschaft mit dem höchsten Anteil an Brexit-Befürwortern. Etwa 65% haben dort für den Brexit gestimmt, in einzelnen Kommunen, in Boston zum Beispiel sogar 75%. Und wenn man die Menschen dort fragt, warum ist das so, dann bekommt man eine ziemlich klare Antwort. Es ist ein landwirtschaftlich geprägter Teil Großbritanniens. Und dort sind, wie in allen landwirtschaftlich geprägten Teilen Europas, viele Erntehelfer eingesetzt. Und die stammen eben zum überwiegenden Teil aus Osteuropa. Ich selber stamme aus einer Weinbauregion. Und wie alle anderen, die aus landwirtschaftlich geprägten Wahlkreisen kommen, wissen wir, dass wir da nicht ohne die osteuropäischen Erntehelferinnen und Erntehelfer auskommen. Das wissen die Briten auch vom Kopf. Aber vom Gefühl her passiert eben das, was in so vielen Teilen der Welt passiert, dass die Leute einem dort sagen, Europa ist dafür da, Fairness zu gewährleisten, wenn es darum geht, Wettbewerb herzustellen zwischen den Unternehmen, wenn es darum geht, Banken zu retten, die systemrelevant sind. Aber was ist mit mir? Was ist mit uns? Und deswegen ist es meine feste Überzeugung, dass wir dieses Europa in diese Richtung weiterentwickeln müssen. Dass wir ein Europa brauchen, wo die Menschen vor Ort ganz konkret merken, dass Europa nicht nur Unternehmen Schutz gibt und Banken, sondern ihnen selbst. Das ist ganz konkret und das betrifft dann eben nicht nur die Menschen in Lincolnshire, sondern genauso die Menschen aus Polen und aus Ungarn und aus anderen Ländern, die dort die Erntehelfer stellen. Es bedeutet einen europaweiten Mindestlohn beispielsweise, von dem man dann auch da zu Hause seine Familie ernähren kann. Es bedeutet faire Mitbestimmung in allen Mitgliedstaaten, damit nicht Unternehmen aus einem Mitgliedstaat in einen anderen verlegt werden, nur damit man gute Mitbestimmung unterlaufen kann. Und natürlich bedeutet es auch, dass alle, die von der guten Infrastruktur in Europa profitieren, auch ihren fairen Anteil am Gemeinwohl zahlen. Das heißt, dass Google, Amazon, Facebook genauso ihre Steuern hier zahlen wie die Buchhändlerin an der Ecke. Und ich bin fest der Überzeugung, wenn es beispielsweise die Entsenderichtlinie, die ich als geschäftsführende Arbeitsministerin noch mit verabschieden konnte, die Andrea Nahles entscheidend mitverhandelt hat, die Hubertus Heil jetzt umsetzt, wenn es die schon gegeben hätte, wenn wir diese Mindestlöhne damals schon gehabt hätten, wenn wir gute Mitbestimmung gehabt hätten, dann hätte es, glaube ich, den Brexit auch so nicht gegeben. Dann hätten die Menschen aus der Region meines Vaters nicht überwiegend für Leave gestimmt. Und es ist so wichtig, dass wir Europa zusammenhalten, weil wir dieses Europa brauchen, um den Frieden zu sichern. Auch da spielt der Brexit eine Rolle. Wenn wir von Frieden reden und von Krieg, dann denken wir immer an den Zweiten Weltkrieg. Der betrifft Menschen, die
über 70 sind. Im Vereinigten Königreich haben Menschen, die Ende 20 sind, bewaffnete Konflikte erlebt, existenzielle bewaffnete Konflikte erlebt, nämlich an der irisch-nordirischen Grenze. Und ich war dort, ich habe mit den Menschen dort gesprochen und sie haben echte Angst. Dort sind schon wieder Autobomben hochgegangen, Schießereien haben stattgefunden. Wir müssen uns das noch mal vor Augen führen. Erst seit 1998 herrscht dort Frieden. 1998. Und auch der ist nur zustande gekommen, weil die Europäische Union das unterstützt hat. Und die Welt braucht dieses starke Europa, das zusammenhält und das auch Frieden stiftet. Wir sehen das jetzt auch in den Vereinten Nationen. Heiko Maas hat zusammen mit dem französischen Kollegen den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Es ist das allererste Mal, dass sich zwei Länder diesen Vorsitz teilen, ehemalige Erbfeinde. Das hätte sich vor 100 Jahren doch noch niemand vorstellen können. Und wir, Deutschland und Frankreich, haben gleich am Anfang unseres Vorsitzes das Thema nukleare Abrüstung auf die Agenda gesetzt. Sehr gut. Wissen Sie, wann das letzte Mal behandelt worden ist bei den Vereinten Nationen? 2012. Seit 2012 ist nicht mehr darüber diskutiert worden, wie wir auf der Welt zu mehr nuklearer Abrüstung kommen. Und deswegen ist es gut, wenn wir in Europa eng zusammenarbeiten. Wir bauen die Brücken, wir kommen zusammen als Europäer für den Frieden. Und dass ich hier stehen kann, als Tochter eines Briten und einer Deutschen, dass wir in Frieden und Freiheit leben, all das ist die Kraft Europas. Das wissen die Menschen in Lincolnshire genauso gut wie die an der Mosel oder im Rest von Deutschland. Sie alle wollen Europa. Wir müssen ihnen nur zuhören, sie auf Augenhöhe behandeln, ihnen Schutz und soziale Sicherheit bieten. Und so bleibt Europa Friedensmacht hier und in der Welt. Dankeschön. Nächster Redner ist der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Dr. Alexander Gauland. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Aphoristiker Nicolás Gómez Dávila hat geschrieben, die Idee des freien Individuums sei ein christlicher Abdruck auf griechischem Lehm. Ich möchte heute in Erinnerung rufen, dass diese Idee eine genuin europäische ist. Wenn wir vom Recht auf ein freies, selbstbestimmtes Leben sprechen, dann wissen wir alle, dass ein solches Recht in weiten Teilen der Welt nicht existiert und auch die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte nicht existiert hat. Ein freies, selbstbestimmtes Leben, das ist der Ausdruck von Individualität. Diese Idee wurde geboren im antiken Griechenland, sie verband sich mit der christlichen Verkündigung. Die Idee des freien Individuums blühte in der italienischen Renaissance und die Denker der Aufklärung verschafften ihr das geistige Fundament. Die Individualisierung des Menschen, seine Befreiung zum selbstbestimmten Leben, war ein gesamteuropäisches Projekt und es wurde ab dem 18. Jahrhundert zum europäischen Exportschlager. Europa, meine Damen und Herren, bedeutet seit jeher Vielfalt. Was dieser Kontinent an kultureller, sprachlicher, geistiger, technischer, lebensartlicher Vielfalt zu bieten hat, ist weltweit einzigartig. Eben weil Europa ein Kontinent der Vielfalt und der Konkurrenz war, blühte der europäische Geist. Eben weil keine Zentralmacht es unter seine lähmende Herrschaft zwang, brachte Europa diese prägenden Ideen hervor. Und immer dann, meine Damen und Herren, wenn ein Hegemon versuchte, Europa zu zentralisieren, entwickelten sich Gegenkräfte. Die europäische Geschichte ist eine der Wechselwirkungen von Hegemonie und Gleichgewicht. Das musste Karl V. lernen, das musste Ludwig XIV. Und Napoleon lernen und das musste Deutschland im 20. Jahrhundert lernen. Und auch, meine Damen und Herren, die Eurokratie wird es lernen müssen, wenn der Brexit nicht den Beginn, sondern das Ende einer fatalen Entwicklung markieren soll. Die Beschwörung der Vielfalt gehört auch zur Rhetorik der Eurokraten. Tatsächlich aber wollen sie nicht Vielfalt, sondern Homogenität. Sie wollen Vereinheitlichung und Gleichmacherei. Vom Plattensee bis zu den Kanaren sollen die Menschen denselben Regeln gehorchen. Unsere Eurokraten suchen für Europa nach einer Zukunftsvision. Allmählich beginnt man zu ahnen, wie sie aussehen soll.
Die Vereinigten Staaten von Europa als deindustrialisiertes, von Windrädern übersätes Siedlungsgebiet, in dem die nationalen Identitäten abgeschafft sind, das Einwanderern aus aller Welt offensteht, denen die europäischen Werte gleichgültig sind und die sich nicht in die europäischen Gesellschaften integrieren müssen, weil sie bestens in der jeweiligen Parallelgesellschaft integriert und aufgehoben sind. Ein Erdteil, meine Damen und Herren, wo nur noch Elektroautos verkehren, wo Bargeld verboten und der Fleischverzehr limitiert ist und das korrekte Sozialverhalten der Bewohner auf unterschiedlichste Weise überwacht wird. Die Freiheit des Individuums und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben sind heute bedroht. Technokraten übernehmen die Macht über ein Denken und über unser Denken und Fühlen. Sie wollen die Menschen zu bindungslosen, beliebig verschiebbaren Figuren auf dem globalen Schachspielbrett entmündigen. Sie behaupten, es sei gestrig und unmodern, an seinen Sitten, Traditionen und Gebräuchen festzuhalten. Zumindest sofern man ein weißer Europäer ist. Zugleich singen sie ihre frommen Lieder von Teilhabe und Diversity. Der Staat will seinen Untertanen die Sorgen des Denkens abnehmen und die Mühen der Entscheidungen. Das größte Sakrileg begeht heute derjenige, der Volksabstimmungen fordert. Der Umgang mit dem Brexit belehrt uns darüber jeden Tag aufs Neue, Frau Barlein. Die Antwort der heutigen EU auf die drängenden Fragen ist immer dieselbe: Vereinheitlichung, Homogenisierung, Normierung. Am Anfang hat die EU die Krümmung der Gurken normiert und am Ende normiert sie die Gedanken. Der augenfälligste Angriff auf die europäische Vielfalt ist der Zentralismus der EU. Ich will hier als Pars pro Toto den Schriftsteller Robert Menasse zitieren, der forderte, ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten, die Demokratie erst einmal zu vergessen, ihre Institutionen abzuschaffen, soweit sie nationale Institutionen sind, und dieses Modell einer Demokratie, das uns so heilig und wertvoll erscheint, weil es uns vertraut ist, dem Untergang zu weihen. Wir müssen stoßen, was ohnehin fallen wird, wenn das europäische Projekt gelingt. Wir müssen dieses letzte Tabu der aufgeklärten Gesellschaften brechen, dass unsere Demokratie ein heiliges Gut ist. Ein Zitat, meine Damen und Herren, von einem Schriftsteller. Wenn ich das aussprechen würde, und zwar nicht als Zitat, würden Sie nach dem Verfassungsschutz rufen. Was Menasse hier vorträgt, ist der Ruf nach den Vereinigten Staaten von Europa. Diesen Traum träumen viele Angehörige der politischen Klasse, der Wirtschaftseliten und eben auch linke Intellektuelle. Menasse hat die Sache eben nur konsequent formuliert. Wer die Vereinigten Staaten von Europa will, muss die Nationalstaaten und die nationalen Parlamente abschaffen. Wer die Vereinigten Staaten von Europa will, muss die europäischen Souveräne entmachten. Menasse hat ein Geheimnis verraten, für das die meisten Menschen noch nicht reif sind, weshalb dieser Prozess allmählich und gewissermaßen hinter ihrem Rücken abläuft, bis man sie eines Tages vor vollendete Tatsachen stellt. Meine Damen und Herren, in seiner Rede in Warschau, sehr berühmt geworden, im Juli 2017, hat Donald Trump über die einzigartige westliche Tradition aus Individualität, Freiheit und Recht gesagt: Was wir besitzen, was wir ererbt haben von unseren Vorfahren, hat in diesem Ausmaß nirgendwo anders existiert. Und wenn wir daran scheitern, es zu bewahren, wird es nie wieder existieren. Keiner kann behaupten, er wisse nicht, was auf dem Spiel steht. Und Ihre Politik führt leider genau dahin. Ich bedanke mich. Michael Grosse-Prömer, CDU-CSU, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Gauland, vielen Dank für
die Zitatensammlung immer wieder interessant. Was ich ja immer auch abwarte und erwarte irgendwie von Ihnen auch, dass Sie mal irgendwie konkret irgendwie sagen, wie Ihre Vorstellungen zu Europa sind und nicht immer irgendwelche Römer oder Griechen zitieren. Das bringt uns irgendwie nicht so richtig weiter. Aber egal, vielleicht haben Sie auch gar keine Antworten. Die hatte Frau Barley am Anfang, ich bin ganz dankbar, dass sie darauf hingewiesen hat, die Wertegemeinschaft, die Populisten, denen man nicht auf den Leim gehen soll, das haben wir gemeinsam. Ob Sie dieser gemeinsamen Anstrengung, den europäischen Werten Gefallen tun, wenn Sie in Putins Haussender und Propaganda-TV in die Kamera lächeln, wage ich auch zu bezweifeln. Sollten Sie vielleicht mal drüber nachdenken, ob das so klug gewesen ist. Aber uns verbindet im Zweifel der Wunsch, Europa positiv weiterzuentwickeln. Die Geschichte Europas hat ja eins bewiesen, glaube ich, dass Diktaturen, das Kommunismus und das Nationalismus viel Unglück über diesen Kontinent gebracht haben. Unsere Lehre als CDU/CSU daraus ist klar, wir lehnen nationalistische Alleingänge für Europa ebenso ab wie sozialistische Fantasien. Die Nationalisten sprechen immer davon, dass alles besser wird, wenn man nur alleine handelt. Am Brexit sehen wir ja gerade, wie erfolgreich das ist. Und viele unserer Interessen, davon bin ich überzeugt, gerade im Wettstreit mit China, mit den USA, mit anderen Ländern, auch mit Russland, können eigentlich nur von der EU effizient und sinnvoll wahrgenommen werden. Das kann man ja mal daran sehen, ich will das auch mal in Richtung AfD sagen, wenn Sie mal glauben, nur zurück nach Deutschland, nur zurück zur D-Mark und alles wird gut. Allein die Stadt Shanghai hat so viele Einwohner wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Viel Spaß, wenn Sie denken, Deutschland rettet die Welt. Ich bin da sehr skeptisch. Ich habe mit Interesse gelesen, dass die AfD jetzt auch sich mit Herrn Salvini verbündet. Dieser Herr aus Italien hält die Regeln des EU-Stabilitätspaktes für dämlich und meint, jetzt sei die Zeit, dass die Italiener wieder an erster Stelle stehen müssen. Ich meine, daran sieht man, hören Sie doch auf, hier irgendwie Anträge zu stellen, wie Sie es gestern gemacht haben, zur Stabilität der europäischen Währung. Wenn Sie mit diesen Parteifreunden in Italien gemeinsame Sache machen, dann beschädigen Sie die Stabilität in Europa und nichts anderes. Und die sozialistischen Umverteiler sind ja auch nicht besser. Wer sich am Ende nicht mehr anstrengen muss, im eigenen Haus Ordnung zu schaffen, der hat auch keinen Anreiz, Europa insgesamt besser zu machen. Die Eigenverantwortlichkeit der Mitgliedstaaten ist die Grundvoraussetzung nach unserer Auffassung für ein solide handelndes Europa. Wir wollen eine Union in Europa der sozialen Marktwirtschaft, denn auch in Europa gilt, was verteilt wird, muss vorher erwirtschaftet werden. Es ist so einfach, aber es wird von den Sozialisten immer wieder vergessen. Und letztlich bleibt Europa auf Dauer nur stabil und im Übrigen auch nur in der Lage, soziale Sicherheit zu garantieren. Und unser Wohlstand basiert nicht zuletzt auf fairen und freien Welthandel. All diejenigen, die damals gegen TTIP kandidiert haben und demonstriert haben, die wären doch besser zu Hause gewesen, wenn sie heute den amerikanischen Präsidenten hören. Freihandel ist die Grundlage für Wohlstand. Wir sagen als CDU, wir helfen unserem Mittelstand freier. Handel nutzt allen Seiten. Wir brauchen mehr und nicht weniger Freihandel in der Welt. Und letztlich geht es natürlich bei Europa auch um die Frage der Sicherheit, um die äußere und die innere Sicherheit. Wir müssen natürlich auch bei der äußeren Sicherheit eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik vertiefen und weiterentwickeln. Und für die innere Sicherheit Europas brauchen wir einen wirksamen Schutz unserer Außengrenzen und eine starke Vernetzung unserer Sicherheitsbehörden. Frontex muss operative Grenzpolizei werden und wir brauchen im Übrigen auch gemeinsame Ermittlungsdaten und eine bessere Verknüpfung und Vernetzung unserer Sicherheitsbehörden. Nur so lässt sich organisierte Kriminalität in Europa effizient bekämpfen. Und deswegen auch mal in Richtung FDP und Grüne. Sagen Sie doch mal Ihren Leuten im Europäischen Parlament, die sollen aufhören, diesen notwendigen Datenaustausch zur Sicherheit in Europa zu blockieren. Wer das auf Dauer tut, beschädigt die europäische Sicherheitsstruktur. Und deswegen zum Abschluss, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die EU hat viele richtige Antworten auf die Fragen unserer Zeit, aber sicher auch nicht alle. Wir als Union wollen ein Europa, das sich auf seine Kernaufgaben besinnt. Wir wollen kein Verbots- und kein Umverteilungseuropa, sondern ein Europa der Eigenverantwortung und des Zusammenhalts. Und schließlich wollen wir ein starkes und selbstbewusstes Europa der Patrioten und nicht der Nationalisten. Ich glaube, das ist die Chance, Europa positiv weiterzuentwickeln, nicht indem man andere hasst, sondern indem man das liebt, was man in seinem Land selbst und für Europa machen kann. Das sind eben Patrioten und keine Nationalisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Nicola Beer, FDP. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Diese Woche war wieder einmal bezeichnend für Europa. Zunächst am Dienstag fand der EU-China-Gipfel statt, dessen Bedeutung nicht oft genug betont werden kann. Unser Verhältnis zu China ist eine der wichtigsten Fragen für die Europäische Union. Werden wir als EU weiterhin Innovationsmotor, dynamischer Wirtschaftsstandort sein? Werden wir auch in Zukunft noch Standards setzen und mitentscheiden? Wie gehen wir mit schwierigen Partnern um, die mit Menschenrechten, Rechtsstaat, Demokratie nicht dasselbe teilen wie wir? Werden wir als Europäer es schaffen, hier eine starke, eine gemeinsame Stimme zu sein? Und in der Nacht vom Mittwoch dann auf Donnerstag bewegte wieder erneut ein hektischer Sondergipfel die Gemüter. Wieder Brexit, wieder Selbstbeschäftigung der Europäer statt Debatte über die Zukunftsfragen. Dabei gibt es viele drängende Fragen, die weiter ohne Antwort sind. Wir haben noch immer kein europäisches Asylsystem und keine gemeinsame Migrationspolitik. Wir haben noch immer keinen funktionierenden Grenzschutz in Europa und noch immer ertrinken Menschen im Mittelmeer. Wir haben noch immer keinen reformierten europäischen Währungsfonds, keine Mehrheitsentscheidung in der Außen- und Sicherheitspolitik, keinen gestärkten Rechtsstaatsmechanismus. Der Brexit, ja, er hat uns in den letzten Monaten im Atem gehalten, aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die strukturellen Ursachen für den Stillstand liegen tiefer. Europa ist auch deswegen gelähmt, weil die Regierung des größten und einflussreichsten Mitgliedstaates, weil die Große Koalition hier in Berlin jeden Versuch, den Kontinent mit innovativen Ideen voranzutreiben, im Keim erstickt. Sie verweigert sich systematisch einer Debatte über die Zukunft der EU. Und wenn die Menschen dann einmal zu einem europäischen Thema wie den Upload-Filtern auf die Straße gehen, dann bezeichnet die CDU sie als gekaufte Bots. Und die SPD versucht mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Barley das Kunststück, in Brüssel dafür und in Berlin dagegen zu sein. Liebe Freunde, Menschen ernst zu nehmen, geht anders. Nein. Liebe Frau Kollegin Barley, diese Scheinheiligkeit fördert Politikverdrossenheit und treibt den Populisten Wähler in die Arme. Und Populismus und Desinformation haben auch bei der Brexit-Abstimmung eine Rolle gespielt. Deswegen betone ich immer wieder, dass wir die Entscheidung der Briten natürlich respektieren, dass unsere Tür aber offen bleibt, wenn sie es sich anders überlegen. Und ein zweites Referendum. Es liegt nahe. Eine Frage mit der Tragweite wie mit dem Brexit mit wenigen Stimmen Unterschied zu entscheiden, wobei die Nordiren mit großer Mehrheit und die Schotten sogar mit Zweidrittelmehrheit für den Verbleib gestimmt haben, das zerreißt Wahlvolk und Politik, wie wir gerade in Großbritannien sehen. Besser wäre es, wie in der Schweiz, nicht nur die Mehrheit der Stimmen, sondern auch die Mehrheit der Kantone zu haben. Und gegen den Populismus betone ich immer wieder, dass wir die Europäische Union so grundlegend reformieren müssen, dass keiner mehr gehen will. Ein Weiter-so, wie Sie das praktizieren, das hilft beim Bewahren der Union nicht. Und die nun von Kanzlerin Merkel verhandelte erneute Verschiebung kann niemanden zufriedenstellen. Da kaufen wir nur Zeit. Da werden wir nur eine weitere Hängepartie für Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft haben, aber ohne, dass der harte Brexit garantiert ausgeschlossen wäre. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass Präsident Macron darauf gepocht hat, dass es nur eine kurze Verlängerung und dass es vor allem eine Überprüfung der Fortschritte gibt. Umso dringlicher müssen jetzt Regierung und Opposition in Großbritannien eine Mehrheit für etwas schaffen, für ein Abkommen, für eine Zollunion und auch für ein erneutes Referendum wäre jetzt genügend Zeit. Diesmal ein Referendum, bei dem alle Beteiligten wissen, worüber sie entscheiden. Und wir als EU27, wir dürfen nicht zulassen, dass uns der Brexit-Virus infiziert. Die Europawahl, sie muss sauber und unter Berücksichtigung aller Unionsbürger, auch der Briten in Deutschland, ablaufen. Und die Bundesregierung ist aufgefordert, genau das sicherzustellen. Und letztlich muss die Bundesregierung endlich ihre Vorbereitung für einen ungeordneten Brexit vorantreiben. Wir hätten heute das zweite, schon einmal verschobene Austrittsdatum gehabt.
Es kann doch nicht sein, dass die Bundesregierung jetzt eingestehen muss, bis Ende des Jahres gerade einmal 70 von 900 neu geschaffenen Stellen aufgrund des Brexits beim Zoll besetzt zu haben. Das ist ein Wirtschaftsrisiko in unserem Land. Das ist inakzeptabel. Nutzen wir, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die verbliebene Zeit, um unser Verhältnis zu Großbritannien für die Zukunft zu klären. Und vor allem nutzen wir die Zeit nach der Europawahl, um die Europäische Union grundlegend zu reformieren. Nämlich nur so werden wir die Chancen Europas gemeinsam nutzen können. Nächster Redner ist der Kollege Bernd Rixinger, Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, nicht der Brexit hat die Europäische Union in eine Krise gestürzt. Er ist lediglich der aktuelle Ausdruck dieser Krise, besonders der tiefen sozialen Spaltung. Dafür sind hauptsächlich die Konservativen verantwortlich. Meinen britischen Freundinnen und Freunden rufe ich deshalb zu, let's make sure this year May ends in April. Sorgt dafür, dass im April das politische Ende von Frau May beginnt. Die Alternativen nicht nur zu Frau May, sondern auch zur Politik der Bundesregierung liegen auf der Hand. Wir brauchen eine Politik, die Europa sozial zusammenführt und nicht auseinandertreibt. Es ist an der Zeit, Lohndumping und Schmutzkonkurrenz um immer niedrigere Löhne und Arbeitsstandards zu beenden. Europaweit müssen Mindestlöhne gelten, mit denen die Beschäftigten und ihre Familien über die Runden kommen. Dass Deutschland als wirtschaftlich stärkstes Land bei den Mindestlöhnen im Vergleich zu den wichtigsten Industrieländern im unteren Mittelfeld steht, ist doch beschämend. Und es verletzt das Gerechtigkeitsgefühl der Menschen, wenn Großkonzerne wie Google, Starbucks oder Amazon weniger Steuern bezahlen als Pflegekräfte, Verkäuferinnen oder Facharbeiter. Es braucht in ganz Europa Mindeststeuern für Konzerne, damit Schluss gemacht wird mit Steuerdumping. Frankreich geht mit einer Digitalsteuer voran. Wo bleibt eigentlich die Bundesregierung? Google, Apple und Co. müssen höhere Steuern bezahlen, damit Pflegekräfte und Erzieherinnen besser bezahlt werden können, meine Damen und Herren. Und statt der verhängnisvollen Spar- und sozialen Kürzungspolitik braucht es ein ehrgeiziges europäisches Investitionsprogramm. Statt weiterhin tatenlos zuzuschauen, wie die öffentliche Infrastruktur verrottet, die Misere bei der Bahn größer, der Pflegenotstand Dauerzustand wird und ganze Regionen in Europa deindustrialisiert werden, muss in Bildung, Gesundheit, öffentliche Infrastruktur, in den sozialen Wohnungsbau und in Programme gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit investiert werden. Mit der kleingeistigen Philosophie der schwarzen Null können weder Deutschland noch die Europäische Union vorangebracht werden. Es ist gerade die deutsche Regierung, die eine Sozialunion verhindert. Die Menschen in Europa brauchen soziale Garantien, soziale Mindeststandards, die sie vor Armut, Erwerbslosigkeit, Unsicherheit und sozialer Ausgrenzung schützen. Es ist jedoch kein Wunder, dass bei einer Bundeskanzlerin, deren ganze Vision von Europa mehr Wettbewerb ist, bei diesen elementaren Zukunftsfragen auf Durchzug geschaltet wird. Beim Klimaschutz ist es 5 vor 12. Um den Planeten zu retten, müssen jetzt europaweit Regeln für saubere Energie durchgesetzt werden. Spätestens 2030 müssen alle Kohlekraftwerke vom Netz und die regenerative Energie ausgebaut sein. Das sind übrigens die streikenden Schüler kompetenter wie Herr Lindner.
Wir wollen kostenfreien öffentlichen Nahverkehr fördern und die Bahn in ganz Europa ausbauen. Die Bahnpreise müssen sinken. Die Europäische Union steht vor einer Richtungsentscheidung. Weder das Weiter-so von Frau Merkel noch der Weg in einen autoritären Kapitalismus der Rechten und Rechtsradikalen bieten einen Ausweg, geschweige denn Hoffnung für ein besseres Europa. Wir wollen kein Europa, in dem Wettbewerb, Profit und Konzerninteressen mehr zählen als die Interessen der vielen, die jeden Tag arbeiten gehen, um über die Runden zu kommen. Wir kämpfen für ein Europa, in dem die Würde, das Leben und die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung an erster Stelle stehen. Europa geht nur solidarisch. Jetzt erteile ich das Wort dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Anton Hofreiter. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wieder ein neues Ausstiegsdatum. Viele haben das Gefühl, mein Gott, hat es denn nicht irgendwann mal ein Ende? Aber so gut ich das verstehen kann, dieses genervte Gefühl, glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Geduld nicht verlieren. Denn ein harter Brexit würde nicht bedeuten, dass es nur lange Schlangen an der Grenze gibt von LKWs und Autos, sondern ein harter Brexit würde neben vielen anderen Problemen unter anderem den Frieden auf der irischen Insel gefährden. Und es ist hochrelevant, dass es uns gelingt, den Frieden auf der irischen Insel zu bewahren. Deshalb waren wir Grüne auch offen für eine Verlängerung des Austrittsdatums. Problematisch ist allerdings bei dem Kompromiss, der jetzt geschlossen worden ist, dass wieder nicht klar ist, wofür die zusätzliche Zeit genutzt werden soll. Und extrem problematisch ist, dass die Verlängerung über die Europawahl hinausgeht. Deshalb glauben wir, dass dieser Kompromiss ein Kompromiss ist, der die gesamte Europäische Union in Schwierigkeiten bringen kann. Und wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie Druck macht in der Richtung, dass endlich klar wird, wofür diese Zeit genutzt werden soll, dass sie da gemeinsam mit Macron an einem Strang ziehen. Die Europawahlen sind von enormer Bedeutung. Es wird vor ganz vielen Wahlen gesagt, aber diesmal stimmt es leider, denn die Europäische Union wird angegriffen im Moment von außen und von innen. Von außen von Putin, von Trump. Und da ist es sicher auch nicht hilfreich, dass ausgerechnet die Spitzenkandidatin der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Putins Propagandasender ein ausgemachtes Interview gibt. So stärkt man die Europäische Union ganz sicher nicht. Und die Europäische Union wird angegriffen von Rechtsradikalen und Rechtspopulisten aus dem Inneren, die häufig auch noch Verbündete von Putin sind. Die Europäische Union, die europäische Solidarität und damit die europäische Souveränität müssen wir gegen die Angriffe dieser Rechtsradikalen verteidigen. Das ist unser Job aller demokratischen Parteien hier. Denn die Europäische Union ist die beste Antwort, die wir haben auf die ganz großen Herausforderungen. Die Europäische Union ist die beste Antwort für die Herausforderung der Klimakrise, für den chinesischen Wirtschaftsnationalismus, für den amerikanischen Wirtschaftsnationalismus. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, es ist doch naiv zu glauben, dass ein US-amerikanischer Präsident wie Trump sich von einem TTIP-Vertrag irgendwie beeindrucken ließe. Selbst wenn der Vertrag sinnvoll wäre, haben Sie denn noch nicht gemerkt, dass die Eigenschaft dieses Mannes ist, sich nicht an Verträge zu halten? Deshalb brauchen wir da eine starke Europäische Union und deshalb brauchen wir auch eine starke Zusammenarbeit mit Frankreich und den anderen europäischen Ländern, um diesem Wirtschaftsnationalismus mit Kraft was entgegensetzen zu können.
Und deshalb bräuchten wir eigentlich eine große Koalition, die richtigen Kraft hat zum Aufbruch in Europa. Aber genau daran fehlt es Ihnen. Wo ist denn Ihre substanzielle Antwort auf die Vorschläge des französischen Präsidenten? Blockiert von der Union. Wo ist denn eine europäische Digitalsteuer? Wo ist denn ein wirkungsvoller europäischer Haushalt? Blockiert vom sozialdemokratischen Finanzminister. Wo ist denn eine gestärkte ökologische Europäische Union? Ein gestärkter Aufbruch in Richtung mehr Klimaschutz? Da sind Sie sich mal einig, zum Schaden der Zukunft der Europäischen Union. Blockiert von beiden Koalitionsparteien. Ihr eigener EU-Kommissar Oettinger hat vor kurzem geäußert, von neuem Aufbruch für Europa spüre ich derzeit in Berlin gar nichts, aber auch gar nichts. Das sagt Ihr EU-Kommissar über die Politik Ihrer großen Koalition. Das sollte Ihnen doch wenigstens zu denken geben, wenn schon unsere Worte Ihnen nicht ausreichend zu denken geben. Und dann habe ich wieder viel gehört davon, dass man sich an die Regeln halten muss innerhalb der Europäischen Union. Und das in Richtung wieder der Eurofinanzkrise und der Bankenkrise. Ja, wir würden uns wünschen, dass man sich an die Regeln hält. Europa hat, die Europäische Kommission hat circa 20 Klagen im Bereich des Umweltrechts gegen Deutschland eingereicht. Da geht es um saubere Luft, um sauberes Grundwasser, um intakte Natur. Und es ist keine Spur besser, wenn Sie dann von Seiten der Bundesregierung davon Willkür sprechen. Es geht da schlichtweg darum, sich an den rechtlichen Regelungen zu halten. Nämlich so führt man Europa auch in die Krise, wenn sich ausgerechnet das mächtigste Land innerhalb der Europäischen Union wieder und wieder und wieder nicht an die Regeln hält. Deshalb setzen Sie endlich die europäischen Regeln für Umwelt- und Naturschutz um. Und besser ist es auch nicht, was Sie bei den Uploadfiltern machen. Bei den Uploadfiltern sind Sie jeweils beide Parteien national dagegen und komischerweise in Europa dafür. So zerstört man die Glaubwürdigkeit in Politik. Und was wir brauchen, ist ein starker, kräftiger Aufbruch für die Europäische Union. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das hinkriegen. Die Europäische Union ist das Beste, was wir geschaffen haben, um den Frieden zu erhalten, um die großen Probleme zu lösen, um den Klimaschutz umzusetzen, um zu zeigen, dass die im Verhältnis zu der Größe der Welt und zur Größe der Probleme kleinen europäischen Länder gut zusammenhalten, solidarisch sind und die Probleme angehen. Vielen Dank. Christoph Matzi, SPD, ist der nächste Redner. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Rolle Europas in einer Welt des Umbruchs nicht nur tagespolitisch diskutieren wollen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, noch mal in die Vergangenheit zu schauen. Die europäische Zusammenarbeit ist ja nicht entstanden, weil alle gerade Zeit hatten und nichts Besseres zu tun. Die europäische Zusammenarbeit ist entstanden, weil der Kontinent vor gewaltigen Herausforderungen stand. Nach dem Zweiten Weltkrieg ein Kontinent in Trümmern, tief verfeindete Nationen. Und dieses Problem galt es zu bewältigen. Und man muss sich noch mal vor Augen führen, es war nur 6 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Montanunion auf den Weg gebracht wurde und damit der Beginn eines großen europäischen Versöhnungswerks, das bis heute fortwirkt. Und es war auch die Attraktivität des freien Westens, die dazu beigetragen hat, dass 1989 durch den Mut der Ostdeutschen die Mauer wieder zu Fall gebracht wurde, die den Kontinent geteilt hat. Und es war auch nach dieser Zeit die Europäische Union, die das wichtigste Instrument war, um die damit einhergehenden ökonomischen Probleme auf dem Kontinent zu bewältigen, um Mittel- und Osteuropa einzubinden in einen gemeinsamen wirtschaftlichen und politischen Prozess. Und wer sich diese Geschichte vor Augen hält, der weiß, Europa verfügt über einen einmaligen Schatz an politischen Erfahrungen. Niemand
ist so gut wie wir Europäer darin, Kompromisse zu finden, unterschiedliche Interessen zusammenzubringen und Lösungen daraus zu entwickeln. Lassen Sie uns diesen Erfahrungsschatz selbstbewusst einsetzen, wenn es darum geht, die nächsten Jahre zu gestalten. Was ist die europäische Rolle heute? Ich will sie in zwei Aspekten beschreiben. Europa muss Schutzraum für die Interessen seiner Bürger sein. Und Europa muss Gestaltungsmacht bei der Bewältigung der globalen Probleme sein. Was meine ich mit Schutzraum? Wir erleben aktuell, dass sich die globalen Gewichte ökonomisch verschieben auf dem Globus, dass die Macht neu austariert wird. Wir erleben Handelskonflikte. Und eins ist doch klar, kein einzelner europäischer Staat kann sich gegenüber dem Druck der USA oder dem Druck Chinas ökonomisch allein behaupten. Wir brauchen hier einen starken Zusammenhalt in Europa. Gemeinsam sind wir der größte Binnenmarkt der Welt und gemeinsam können wir dieses Gewicht zugunsten unserer Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Wir brauchen aber auch eine starke Europäische Union, wenn es um die Gestaltung der Außenpolitik geht. Auch hier ist es so, dass sich neue Machtzentren in der Welt herausbilden, Einflusssphären aufgebaut werden. Und wir brauchen hier eine handlungsfähige gemeinsame Außenpolitik. Es darf nicht sein, dass einzelne Staaten mit ihrem Veto gemeinsame außenpolitische Positionen blockieren können. Wir müssen Mehrheitsentscheidungen auch in der Außenpolitik entwickeln. Diesen Weg müssen wir jetzt gemeinsam gehen, denn nur so kann Europa sein ganzes Gewicht einsetzen, um Frieden zu erhalten, Konflikten vorzubeugen und dafür zu sorgen, dass sich diese Welt in einem positiven Sinne weiterentwickeln kann. Und Gestaltungsmacht, das will ich auch sagen, das betrifft auch das Thema, für das viele Jugendliche gerade auf der Straße sind. Klimaschutz. Und eins ist auch klar, Klimaschutz wird am Ende nur funktionieren, wenn wir weltweit gemeinsam handeln. Und auch da spielt die Europäische Union eine ganz wichtige Rolle. Das Pariser Klimaabkommen wäre ohne das diplomatische Geschick, ohne den massiven Einsatz der Europäer schlicht nicht zustande gekommen. Und deshalb ist es wichtig, und das sage ich den jungen Leuten, die auf der Straße sind, demonstrieren Sie weiter. Es ist richtig, Druck zu machen. Aber gehen Sie auch zur Europawahl hin und wählen Sie Parteien, die dafür sorgen, dass Europa handlungsfähig bleibt, auch in Fragen des Klimaschutzes. Zum Schluss, werte Kolleginnen und Kollegen, Europa ist auf Mut und Weitsicht gebaut worden und ist auf diese Art und Weise zur vielleicht größten politischen Erfolgsgeschichte der Menschheit geworden. Lassen Sie uns deshalb mit Mut und Weitsicht an diesem gemeinsamen Europa weiterbauen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der AfD, Dr. Alice Weidel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen! Ich muss mich wirklich vorab wundern über die Präsenz auf der Regierungsbank. Bei diesem so wichtigen Thema wollen wir doch heute die Zukunft Europas diskutieren. Europa steht vor großen Herausforderungen. In einer multipolaren Welt ist ein geeinter Kontinent von großer Bedeutung, in geopolitischer sowie wirtschaftlicher Hinsicht. Doch schauen wir uns an, wo Europa und die EU heute stehen. Welchen Platz nehmen wir eigentlich in der Welt ein? Und da sprechen die Zahlen doch eine deutliche Sprache. Im Jahr 1970 lag der Anteil der heutigen EU-28 am realen Weltbruttoinlandsprodukt bei 35%. Und bis zum letzten Jahr ist der Anteil auf 23% gesunken. Das entspricht einem Rückgang um 33%, einem Drittel. Der Anteil der EU, ich verstehe gar nicht, warum sich bei Zahlen schon so aufregen. Also diese gesamte Diskussion hier im Parlament, gewöhnen Sie sich das Rumbrüllen bitte mal ab. Der Anteil der EU in der Welt. Die Wähler werden das an den Wahlurnen votieren, sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie sich hier aufführen.
Der Anteil der EU am Weltbruttoinlandsprodukt ist um ein Drittel zurückgegangen, und das ist Ihrer Politik geschuldet. Bitter für unseren einzustolzen Kontinent, auf dem mit den Projekten EU und Euro einiges aus dem Ruder gelaufen ist. So ist die Abwertung der nationalen Parlamente durch die Brüsseler Bürokratie nämlich keine Kinderkrankheit, die es zu kurieren gilt. Herr Hofreiter, regen Sie sich doch nicht so auf. Ich verstehe gar nicht, warum Sie da immer so fast vom Stuhl runterfallen. So unglaublich. Die Abwertung der nationalen Parlamente ist keine Kinderkrankheit, sondern eine beabsichtigte Grundsatzentscheidung. Doch wer die Nation und ihre Demokraten überwinden will, strebt eine andere Herrschaftsform an, nämlich das Imperium, geführt von demokratisch nicht legitimierten Entscheidungsträgern. Und in dieser unseligen Vorstellung von Europa, die wir nicht teilen, werden die Nationalstaaten immer mehr des Politischen entkleidet und auf den Rang von Provinzen zurückgestuft. Und ein solcher Einheitsbundesstaat ist undemokratisch, weil er notwendigerweise mit Konsensproblemen konfrontiert ist, die nur in kleinräumigeren Weise, kleineren Einheiten zu vollziehen ist. Der Nationalstaat ist klein genug, um Identifikationsprozesse bei den Bürgern auszulösen, ohne die ein Gemeinwesen nicht bestehen kann. Und er ist groß genug, um die Souveränität des Gemeinwesens auch nach innen und außen durchzusetzen. Der Nationalstaat ist deshalb unverzichtbar, sehr geehrte Damen und Herren. Ohne ihn lassen sich nämlich Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und gesellschaftliche Solidarität nicht organisieren. Und zurück zur EU-Ebene. Die Nationalstaaten sind Herren der Verträge. Sie sind die einzige Quelle demokratischer Legitimität. Aber das wird nicht praktiziert. Eine beliebte Methode, die nationalen Parlamente zu umgehen, den Ausbau der Union durch Richtlinien und Verordnungen weiter auszubauen. Mehr als 80% aller Gesetze kommen aus Brüssel, hat Bundespräsident Herzog einst festgestellt. Ein Beispiel: die EU-Verordnung Ratsdokument Nummer 1421/17 zur Festlegung von Emissionsnormen für Personenkraftwagen. Die EU will neue Verbrauchstests für PKWs einführen. Dabei sind die Grenzwerte so niedrig gewählt, dass diese Verordnung einem Verbot des Verbrennungsmotors gleichkommt. Jeder siebte Arbeitsplatz, sehr geehrte Damen und Herren, hierzulande hängt direkt oder indirekt an der Automobilindustrie. Wir als AfD-Fraktion, wir haben uns vor etwas mehr als einem Jahr dafür eingesetzt, dass sich Deutschland gegen diese zerstörerische Verordnung aus Brüssel mit einer Subsidiaritätsrüge wehrt. Und Sie alle haben das abgelehnt, die Abschaffung einer Schlüsselindustrie in Deutschland. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir als AfD, wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit, die Solidität, den Sozialstaat und unseren Wohlstand sichern. Und ganz ehrlich, bei Ihnen allen bin ich mir nicht zu sichern, ob Sie das auch wollen. Vielen herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Katja Leikert, CDU/CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, nachdem Frau Weidel einen der erfolgreichsten Wirtschaftsräume der Welt wieder in Grund und Boden geredet hat, muss man sich hier erst mal wieder ein bisschen sammeln. Wir als Politik tun so, als müsse man über Europa immer Grundsatzdebatten führen oder historisierend pseudophilosophische Anführungen machen, wie das der Herr Gauland macht, oder von Europa als Projekt sprechen, als Modell oder gar Europa nur in Sonntagsreden frame. In vielen aktuellen Konflikten und Debatten helfen aber kein erhobener Zeigefinger und kein moralischer Gestus oder, um auch mal Cem Özdemir zu zitieren, da helfen auch keine Yogamatten. Die Welt ist tatsächlich im Umbruch. Nichts ist mehr selbstverständlich, weder Wohlstand, Sicherheit noch Frieden. Und in dieser Zeit wissen die Europäerinnen und Europäer ganz genau, was sie an der Europäischen Union haben. Mehr als 80% der Deutschen finden die Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Union gut. Hören Sie hier einfach mal ein bisschen zu und nehmen Sie das zur Kenntnis. Sie klatschen lieber dem Brexit-Beifall
und neuerdings oder wahrscheinlich schon immer unterstützen Sie auch Russland in seinen Aktionen, die Europäische Union zu destabilisieren. Und ich halte das wirklich für eine Schande, dass sich hier Abgeordnete als willige Helfer Putins einspannen lassen. Wir wollen aber nicht Spielball von irgendjemand werden. Wir wollen nicht irgendwann in der Regionalliga antreten. Und wir als CDU wollen ein sicheres, zukunftsfähiges und wehrhaftes Europa. Wir wollen die Regeln des zukünftigen globalen Zusammenlebens aktiv mitgestalten. Das bedeutet, wir müssen eine gemeinsame, selbstbewusste Antwort geben im Handelskonflikt mit den USA. Und da braucht es auch kein plumpes Trump-Bashing. Und es tut mir leid, liebe Grüne, da brauchen wir auch kein Chlorhähnchen, keine Chlorhuhn-Stimmungsmache wie damals bei TTIP, sondern hier muss der Grundsatz gelten, wir bleiben transatlantisch, aber wir werden europäischer. Deshalb wollen wir Europa international durch Handelsverträge stärken. Wir wollen unsere europäischen Grundwerte, und das ist ganz wichtig in dieser globalisierten Welt, wie faire Arbeitsbedingungen und unsere hohen ökologischen Standards schützen und weltweit auch durchsetzen. Und dann geht es natürlich auch um China. Und auch da brauchen wir mehr Selbstbewusstsein und eine klare Strategie in der Partnerschaft mit China. Und deshalb bin ich Peter Altmaier dankbar, der die Debatte um eine Industriepolitik in Gang gebracht hat. Ich weiß, damit gewinnt man nicht immer gleich ganz viel Sympathien, aber auch hier gilt, da ist kein Klein-Klein mehr angesagt, sondern da müssen wir mal in unser Wettbewerbsrecht reinschauen und uns fragen, wo wir in ein paar Jahren stehen möchten. Wenn wir Europa sicher und zukunftsfähiger machen möchten, und auch darauf möchte ich noch mal hinweisen, Michael Grosse-Prömer hat es ja auch getan, aber man kann das hier auch nicht oft genug sagen, vor dem Verteilen kommt natürlich das Wirtschaften. Das haben wir schon öfter hier diskutiert und versucht auch zu vermitteln. Und auch für den Herrn Rixinger gilt vielleicht noch mal eine Zahl, was Europa so sozial macht. Seit Polen 2004 der EU beigetreten ist, hat sich das Pro-Kopf-Einkommen dort verdoppelt und die Arbeitslosenzahl um die Hälfte reduziert. Das ist ein Riesenerfolg und auch das ist ein Teil des sozialen Europas. Wir können über Mindestlöhne reden und wir müssen auch über Mindestlöhne reden, aber wir müssen genauso die Frage im Blick behalten, wie die EU-Staaten wettbewerbsfähiger werden, wie Europa Marktführer in Schlüsseltechnologien wird und auch bleibt. Wir wollen europäische Champions. Diesen Anspruch kann man auch ruhig mal so artikulieren. Und nur wenn wir diese Fragen beantworten, kann Europa das Wohlstandsversprechen erfüllen, das wir von der Europäischen Union erwarten. Und natürlich brauchen wir auch eine schlagkräftige europäische Verteidigungspolitik. Es ist richtig, dass wir hier schon vorangegangen sind und einen europäischen Verteidigungsfonds eingerichtet haben. Das Projekt einer europäischen Verteidigungspolitik, das ist so alt wie ich und noch nicht richtig auf den Weg gebracht. Und deswegen ist es richtig und gut, dass auch hier insbesondere Ursula von der Leyen vorangegangen ist. Zum Schluss, weil mir das absolut wichtig ist, wir können noch so viele Handelsabkommen schließen und die Europäische Union wehrhaft nach außen aufstellen. Das alles nützt nichts, wenn es im Inneren nicht stimmt. Und da müssen wir uns alle ehrlich machen. Das ist auch ein Appell an uns. Das gilt zum Beispiel für unsere Partner in Polen und in Ungarn, wenn dort der Rechtsstaat in Gefahr gerät. Und wie schwierig das für uns alle ist, das haben wir als CDU und CSU gerade erst erlebt. Aber wir haben klare Entscheidungen getroffen. Und deshalb, wenn wir nach Rumänien schauen, das Land der EU-Ratspräsidentschaft, wo die Regierung systematisch den Rechtsstaat schleift, dann kann man durchaus SPD und auch die Kolleginnen und Kollegen von FDP dazu auffordern, auch hier klare Entscheidungen zu treffen. Ihr Spitzenkandidat, liebe Frau Barley, Frans Timmermans, macht sich momentan hier völlig unglaubwürdig. Wenn man Werte hat, für die man steht und für die man sich einsetzt, dann muss man auch Haltung bewahren. So stehen wir als CDU, CSU auch konsequent
für die Urheberrechtsform, für den Schutz des geistigen Eigentums. Und auch hier ist es wirklich erstaunlich, liebe Frau Bali, dass Sie sich in Brüssel dafür einsetzen und zu Hause nicht. Und liebe Frau Bär, das war nicht ganz richtig, was Sie am Anfang gesagt haben, 53% Ihrer Kolleginnen und Kollegen der Partnerpartei ALDE haben für die Urheberrechtsreform gestimmt. Und hier erzählen Sie immer was ganz anderes. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Lassen wir die Menschen in Ruhe mit Sonntagsreden, mit Grundsatzdebatten. Wir sagen, wofür wir stehen und auch, was mit uns nicht geht. Das ist Haltung, und diese Haltung beweisen wir auch für Europa. Herzlichen Dank. Alexander Graf Lambsdorff, FDP, ist der nächste Redner. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher. Wir diskutieren heute Morgen, dort steht es, die Rolle Europas in einer Welt des Umbruchs. Ich finde es deswegen nicht verkehrt, sich erstmal zu fragen, worin eigentlich dieser Umbruch besteht. Und ich glaube, es sind drei Elemente, die ihn kennzeichnen. Das eine, die Rückkehr der Großmachtrivalität zwischen großen Nationalstaaten. Eine tektonische Verschiebung der globalen Machtverhältnisse. Das zweite, ein Systemwettbewerb zwischen autoritären Regimen auf der einen Seite und der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit auf der anderen. Und das dritte, eine abnehmende Rolle, ein abnehmendes Gewicht dessen, was wir immer Multilateralismus nennen, also mit anderen Worten, die Bindung der Macht an das Recht. Und die Bindung der Macht an das Recht, das ist das Kennzeichen dessen, was die Amerikaner the liberal world order, die liberale Weltordnung nennen. Und deswegen ist die Frage in dieser Situation des Umbruchs eigentlich nicht so sehr die nach der Rolle Europas. Ich finde, die Frage muss doch sein, was sind die Ziele Europas in einer solchen Situation? Und ich glaube, diese Ziele liegen auf der Hand. Wir wollen die Sicherheit unsere Gesellschaften gewährleisten. Wir wollen die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger erhalten, und wir wollen eine Weltordnung, die sich auf das Recht gründet, meine Damen und Herren. Ich habe eben über diese Verschiebung geredet. Sie sehen es alle jeden Tag in den Nachrichten. Die USA verfolgen zurzeit, das machen sie einmal pro Jahrhundert ungefähr. Sie haben es mit Andrew Jackson und Ted Roosevelt auch schon gemacht, mit Donald Trump jetzt einen Kurs America First. Fallen zurzeit ein wenig als Garant des Multilateralismus aus. China hat politisch massiv an Gewicht gewonnen, baut Flugzeugträger, greift geopolitisch aus. Die Seidenstraßeninitiative ist uns bekannt. Russland wirtschaftlich nach wie vor schwach, politisch stößt Russland aber sehr geschickt in bestimmte Lücken, die ihm der Westen lässt, sei das in Syrien, sei das in Libyen, sei es auch in Venezuela. Indien, die größte Demokratie der Welt, fällt bisher aus in dieser ganzen Rechnung. Seit Jahren reden alle über eine steigende Rolle Indiens. Indien findet eigentlich nicht statt. Meine Damen und Herren, in dieser sich ändernden Welt, wie garantieren wir unsere Sicherheit? Wie schaffen wir es als Europäer, dafür zu sorgen, dass wir sicher leben können? Bisher, und das ist eine bittere Wahrheit, schaffen wir es gar nicht. Wir schaffen es überhaupt nicht als Europäer, eigenverantwortlich unsere Sicherheit zu gewährleisten. Ohne das Bündnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und deswegen ist mein erster Punkt, lieber Herr Gauland, Sie haben hier Donald Trump zitiert. Ich versuch's mal mit Goethe. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen, hat Goethe gesagt. Die transatlantischen Beziehungen sind in schwerem Fahrwasser, das ist überhaupt kein Zweifel. Aber wir müssen daran arbeiten, dass sie stark bleiben. Wir müssen daran arbeiten, dass wir mit den Amerikanern gemeinsam die Sicherheit Europas garantieren können. Deswegen setzen wir als Freie Demokraten auch in schwierigen Zeiten auf starke transatlantische Beziehungen, meine Damen und Herren. Zum Zweiten, der Systemwettbewerb. Russland und China, wir wollen eine Partnerschaft mit beiden Ländern. Wir sind als Europäer ein Kontinent des Handels. Wir sind als Deutschland Exportweltmeister. Wir sind stolz darauf. Wir wollen Partnerschaften. Aber wir können nicht umhin festzustellen, dass in China die Kommunistische Partei eine Alleinherrschaft ausübt, ein Social Credit System jetzt eingeführt hat, mit dem jeder Bürger jeden Tag bewertet wird. Und wer dem Regime nicht genehm ist, der darf noch nicht mal mehr eine Eisenbahn benutzen. Wir haben Umerziehungslager. Wir haben 1 Million Menschen in Xinjiang.
eingesperrt worden sind. Wir haben in Russland, ein Land, der Nachbar der Europäischen Union, gelenkte Demokratie, gefügige Justiz, Gefängnisse voller Demokraten. Das kann es nicht sein, meine Damen und Herren. Dieses Russland führt aktive Maßnahmen durch, um sein autoritäres, illiberales, intolerantes Gesellschaftsmodell hier zu uns zu importieren. Und die AfD steht, das haben wir gesehen, jedenfalls in Teilen bereits unter totaler Kontrolle. Und liebe Frau Barley, muss man wirklich Russia Today kurz vor der Europawahl ein solches Interview geben, wie Sie das getan haben? Ich finde, das stärkt die Resilienz unserer Gesellschaft nicht gerade. Und der letzte Punkt, meine Damen und Herren, die Bindung von Macht an Recht. Die Vereinten Nationen zu stärken, gemeinsame Konfliktbearbeitung, die Vermeidung von Krieg ist eine der zentralen Aufgaben, denen sich Deutschland und Europa gegenübersehen. Ich fand es gut und richtig, dass die Bundesregierung eine Allianz der Multilateralisten gründen wollte. Nur es hat noch kein einziges Treffen gegeben. Wo ist das denn? Wo ist denn die Stärkung der Vereinten Nationen? Wo ist denn die Stärkung unserer anderen multilateralen Bündnisse? Wo ist denn die Glaubwürdigkeit in der NATO, wenn ich Ihre Haushaltspolitik sehe, liebe Bundesregierung? Wo ist die Antwort auf Macron, liebe Frau Bundeskanzlerin? Dröhnendes Schweigen aus dem Kanzleramt bei einem französischen Präsidenten, der aus Europa wirklich etwas machen will. Wenn wir das mit dem Multilateralismus, mit dem Völkerrecht ernst meinen, dann müssen wir verantwortungsvolle Politik machen, damit wir Sicherheit als gute Verbündete, Freiheit als echte Demokraten und die Garantie des Rechts für dauerhaften Frieden erreichen können. Das sind die Ziele Europas in dieser Welt des Umbruchs. Dafür müssen wir gemeinsam arbeiten. Herzlichen Dank. André Hunko, die Linke, ist der nächste Redner. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Lambsdorff, ich bin Ihnen dankbar für Ihre Rede, weil Sie wenigstens zum Thema geredet haben, zum Thema Europa in einer Welt des Umbruchs. Und ich, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung sind, ich teile die Analyse, dass wir tatsächlich eine Welt des Umbruchs haben. Und dieser Umbruch darin liegt, dass rechtsbasierte internationale Politik einer Erosion ausgesetzt ist, dass wir weniger rechtsbasierte Politik haben. Und das muss sich ändern. Und deswegen ist diese Debatte hier auch sehr gut heute. Und wenn wir über Europa reden, dann sollten wir auch definieren, was meinen wir mit Europa. Hier meinen die meisten die Europäische Union, reden wir darüber. Ich denke, die Europäische Union steht in der Tat an einem Scheideweg. Wird sie ein Bündnis sein, das selbst Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte, Frieden und sozialen Ausgleich beinhaltet? Oder geht sie den Weg der Doppelstandards, der Aufrüstung und auch der Militärinterventionen? Wird es statt eines America First ein Europe First geben? Oder gibt es tatsächlich ein inhaltlich anderes Europa, das eben für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie auch und Multilateralismus in den internationalen Beziehungen steht? Und wir sind natürlich dafür, dass Letzteres so ist. Und wenn wir über regelbasierte internationale Politik sprechen, das ist ja auch im Auswärtigen Amt gegenwärtig ein häufig verwendeter Begriff, der Außenminister ist zwar nicht da, dann müssen wir sagen, welche Regeln meinen wir denn? Meinen wir das Völkerrecht? Ja, wir sind dafür, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Es wird unterlaufen, es wird häufig unterlaufen. Nicht nur von den vermeintlich bösen Staaten, sondern auch oft genug von europäischen Staaten und den USA unterlaufen. Und wir sind dafür, dass das Völkerrecht eingehalten wird und dass die Europäische Union auch eine Bastion ist, das Völkerrecht einzuhalten. Und leider geht die Entwicklung ja etwas in eine andere Richtung. Mit dem mittelfristigen Finanzrahmen wird eine Aufrüstung geplant der Europäischen Union. Es ist ein europäischer Verteidigungsfonds vorgesehen mit 13,5 Milliarden Euro zur Stärkung der europäischen Rüstungspolitik. Es sind sogar 6,5 Milliarden Euro in diesem Vorschlag eingestellt für die Panzerfähigmachung von Straßen und Brücken, um schnellere Verlegung von Panzern an die russische Grenze zu ermöglichen.
Das ist nicht das Europa, das wir wollen. Das spaltet Europa, das führt zu einem neuen Kalten Krieg. Und deswegen wollen wir nicht in diese Richtung gehen. Das zweite wichtigste europäische regelbasierte Instrument ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Wirklich ein weltweit einzigartiges System, was gesamteuropäisch ist, was 47 Länder umfasst, wo über 800 Millionen Menschen ein Individualklagerecht beim Straßburger Gericht haben. Und leider hat die Europäische Union bis heute die Konvention nicht unterzeichnet, erkennt dieses Gericht damit nicht für sich selbst an. Und obwohl es im Lissabon-Vertrag steht. Und deswegen fordern wir auch, dass endlich die Europäische Union dieser Menschenrechtskonvention beitritt. Das ist eine Richtungsentscheidung, die damit eingegangen würde. Herr Präsident, ich stelle mir vor, Julian Assange wäre ein Whistleblower, ein Journalist, der russische Kriegsverbrechen aufgedeckt hätte und würde jetzt festgenommen und nach Russland ausgeliefert. Dann wäre ja alles voll davon. Dann würde Juncker bestimmt nicht sagen, was er gestern gesagt hat. Dafür sind wir nicht zuständig. Ich denke, an diesem Beispiel des Schutzes eines Whistleblowers, der massive Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, zeigt sich auch ein bisschen die Glaubwürdigkeit, wie ernst wir es meinen, mit Meinungsfreiheit, mit Schutz von Journalisten. Ich denke, Julian Assange sollte nicht ausgeliefert werden. Ich denke, die Europäische Union sollte sich dafür einsetzen. Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen. Das wäre ein ganz wichtiges Signal auch für ein Europa, das eben diesen Schutz als wichtiges Instrument ansieht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Unko. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Dr. Franziska Brandner, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich, bevor ich zu meiner Rede komme, einen Satz sagen zu Frau Weidel und ihrem Demokratieverständnis in Europa. Keiner will hier die nationalen Parlamente schwächen, aber Sie wollen das Europäische Parlament abschaffen. Das ist Ihr Verständnis von Europa und europäischer Demokratie, das wir absolut nicht teilen. Und häufig werden wir ja alle gefragt, wofür brauchen wir denn überhaupt Europa? Ich antworte immer, damit wir nicht allein sind in dieser verrückten Welt, damit wir unsere Zukunft überhaupt noch gestalten können. Die globalen Machtverhältnisse sind im Umbruch. China gewinnt mehr an Einfluss, Russland wird aggressiver und auf Trump kann man sich als Demokrat nicht verlassen. Und ich bin froh, dass wir da nicht alleine sind, sondern dass wir wissen, die Franzosen, die Holländer, Finnen, die Europäische Union steht an unserer Seite. Wir sind nicht allein. Das gibt Sicherheit. Und dabei müssen wir auch aufpassen. Das heißt nicht, dass das alles unsere Feinde sind. Und wir sollten auch aus ihnen keine Feinde machen, indem wir sie so behandeln oder so über sie reden. Aber europäische Souveränität bedeutet, dass wir angemessen reagieren können müssen, egal ob diese Akteure uns nun positiv oder negativ gesonnen sind. Und das heißt erstens, europäische Souveränität werden wir nur schaffen, wenn wir auch den sozialen Zusammenhalt in Europa stärken. Wenn Europa nur den Banken hilft, aber nicht den Kranken, ist das ein Einfallstor für alle, die Europa schaden wollen. Und wir müssen zweitens kritische Infrastruktur stärken und wieder in europäische Hand geben. Wenn wir zukunftsweisende Technologien verschlafen, werden wir zunehmend in die Arme von China und Co. getrieben. Ich will, dass unsere digitale Zukunft in der EU bestimmt wird und nicht in Peking und auch nicht in Washington. Und natürlich kosten Sicherheit und Unabhängigkeit auch Geld. Aber wirklich teuer kommt es uns doch erst, wenn wir diese Sicherheit nicht mehr haben. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie eben deswegen bereit ist, mehr Geld für den europäischen Haushalt zur Verfügung zu stellen, damit diese europäischen Aufgaben auch endlich europäisch angegangen werden können.
Und wir Deutschen, wir fühlen uns so häufig gerne als die guten Europäer. Aber es ist leider nicht so einfach. Deutschland steht momentan so häufig auf der Bremse und stellt auch immer wieder seine eigenen Interessen vor die europäischen. Stichwort Nord Stream 2. Und das ist es, was Europa momentan gerade bremst und lähmt und auch kaputt macht. Und wir brauchen nicht mehr Sonntagsreden über Europa, wir brauchen keine weiteren schönen Reden, sondern wir brauchen europäisches Handeln. Das ist so dringend notwendig, damit wir unsere Zukunft noch selber in der Hand haben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Brandner. Nächster Redner ist der Kollege Florian Hahn, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, haben wir das Ding noch ein bisschen? Gut. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorgestern ist ein historischer Erfolg gelungen. Zum ersten Mal in der Geschichte ist es Forschern unter maßgeblicher Beteiligung des Max-Planck-Instituts in Bonn gelungen, Bilder von dem sogenannten Schwarzen Loch aufzunehmen. Albert Einstein hat mit seiner Relativitätstheorie den wissenschaftlichen Überbau geliefert. Und jetzt erst konnte der visuelle Beweis der schwarzen Löcher geliefert werden. Und für mich ist es ein treffliches Beispiel dafür, dass wir gemeinsam Großartiges leisten können, wenn wir unsere Kräfte grenzüberschreitend bündeln, in dem konkreten Fall sogar in einer weltweiten konzertierten Aktion über Kontinente hinweg. Und für Europa heißt das für mich, wenn wir gemeinsam große Erfolge erzielen wollen, müssen wir auch mutige Schritte gehen und bereit sein, groß zu denken. Wir müssen in Zukunftsfeldern gemeinsam investieren. Die Zukunft Europas, unsere Zukunft, hängt maßgeblich von Forschung und Wissenschaft, Innovation und Investitionen ab. Dafür müssen wir die richtigen Weichen stellen und zusammen mit den Nationalstaaten für Innovation und Zukunftsfähigkeit arbeiten. Und wir brauchen in Europa wieder neue Impulse und mehr Mut für Veränderungen. Die 10 langwierigen und zum Teil frustrierenden Brexit-Verhandlungen haben den Blick für andere wichtige Aufgaben verstellt. Aber die EU-27 haben eine große Einigkeit gezeigt. Und das hatte ich vorher so für nicht möglich gehalten. Und dieses Momentum gilt es zu nutzen. Darauf können wir aufbauen. Nun muss es um die zukünftige Ausgestaltung Europas gehen. Und von dem Gipfel am 9. Mai in Sibiu erwarten wir uns weitere Impulse. Die Agenda wird sich sicherlich auch in dem Programm für die neue Europäische Kommission wiederfinden, an deren Spitze dann ein neuer Kommissionspräsident stehen wird. Und die Union, CDU und CSU, die Europäische Volkspartei, haben hierfür einen ausgezeichneten Kandidaten, einen besonderen Brückenbauer, der Brüssel kann, ohne je seine enge Bindung zu seiner niederbayerischen Heimat aufgegeben zu haben, und der mit uns für ein Europa kämpft, das die Menschen stark machen möchte, und das ist Manfred Weber. Und für CDU und CSU ist klar, damit wir die Europäische Union in eine gute Zukunft führen können, braucht es Mut, braucht es Kraft und Stärke. Wir kämpfen für ein starkes Europa, das die globalen Herausforderungen meistert. 4 Säulen sind für uns dabei zentral: eine Innovationsunion, eine Stabilitätsunion, eine Sicherheitsunion und eine Verteidigungsunion. Wir wollen eine Innovationsunion, die Zukunftsjobs entstehen lässt und so Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand sichert. Die Vorstellung hingegen, man könne die Bürgerinnen und Bürger vor den Risiken der Globalisierung und der Digitalisierung schützen, indem man einfach soziale Rechte europaweit harmonisiert, halten wir für Augenwischerei. Und wir wollen eine Stabilitätsunion, die den Mitgliedstaaten eine solide Haushaltsführung abverlangt und die für unsere Währung, den Euro, stärkt, und keine Transferunion, in der der Mitgliedstaaten auf Kosten der anderen ihre unverantwortlichen Schuldenpolitik endlos fortsetzen können, zum Beispiel auf Basis einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Erwirtschaften geht vor Verteilung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir wollen eine Sicherheitsunion, in der sich die nationalen Sicherheitsbehörden besser vernetzen und ihre Daten vereinfachter austauschen können, damit der Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität entsprechend intensiviert werden kann. Und wir wollen eine Verteidigungsunion mit gemeinsamen Streitkräften bis 2030, damit unser Europa sein Schicksal verstärkt in die eigene Hände nehmen kann. Das ist das Angebot von CDU und CSU zur Europawahl Ende Mai.
mit dem wir unser Europa mutig voranbringen wollen, angesichts Globalisierung und Digitalisierung mutlos den Kopf in den Sand zu stecken, ist hingegen keine Lösung. Und die Grünen und die Linken setzen auf Umverteilung, Verbote, Zentralisierung, Vergemeinschaftung in Europa. Das schwächt und das gefährdet den Zusammenhalt der Europäischen Union. Das ist übrigens vieles auch dabei, was Herr Macron gefordert hat. Und da macht es einen schon ein bisschen nachdenklich, wenn die FDP angesichts von europäischem Mindestlohn, Arbeitslosenversicherung, Sozialtransfer Hand in Hand mit Macron in den Wahlkampf zieht. Und erst recht, keine Lösung ist es, sich nach Brüssel wählen zu lassen, um dort alles zu blockieren, rückabzuwickeln und am Ende abschaffen zu wollen. Und die Rechtspopulisten und Nationalisten in Europa formieren sich langsam, um genau das zu tun. Und auch die AfD ist da vorne, ganz vorne mit dabei. Sie gefährden damit Frieden, Freiheit und Wohlstand auf unserem Kontinent. Alle proeuropäischen Kräfte sind nun gefordert, für den Zusammenhalt in Europa zu kämpfen. Die Spaßmacher, die Gaukler und Europafeinde dürfen nicht die Oberhand gewinnen. Lassen Sie uns dafür gemeinsam kämpfen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Axel Schäfer, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf schwierige Fragestellungen gibt es manchmal ganz klare Antworten. Und zu unserem heutigen Thema kann man sagen, wer auch morgen sicher leben will, muss heute für Europa kämpfen. Aber weil die Wahrheit konkret ist, machen wir es auch an Beispielen. Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich dem Kollegen Nick von der Unionsfraktion, dem Sozialdemokraten Schwabe, genauso wie André Hunko, ich sehe ihn hier, und Tabea Rösle, die zusammen mit anderen in der deutschen Delegation es geschafft haben, dass wir in dieser Woche in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Lösungen gefunden haben, damit diese so wichtige supranationale, multilaterale Organisation weiter existiert kann, weiter finanziert wird und dass wir auch den schmalen Grat der notwendigen Kritik an Russland, an der Politik von Putin dort einerseits und der andererseits der Chancen für Millionen russischer Bürgerinnen und Bürger, den Menschenrechtsgerichtshof noch anrufen zu können, dass wir die gewahrt haben. Und ich bin sicher, die deutsche Bundesregierung wird genau diesen Weg gehen, dass wir im Ministerkomitee dort die notwendige Einstimmigkeit mit 47 Staaten erreichen. Denn das ist praktizierte Gemeinschaft in diesem Europa. Und es geht bei der europäischen Einigung um das, was uns gemeinsam verbindet. Es geht nicht um Europa und der Vorbehalt. Und die Lehre des Brexits ist, lass uns hier jeden Tag jedem Unsinn, der über Zentralismus, Bürokratie, Regelungswut und so weiter hier angesprochen wird, lass uns den hier offen widersprechen. Es gibt keinen Brüsseler Zentralismus. Es gibt nur in Brüssel gemeinsam in einem europäischen Parlament und von 28 Regierungen Entscheidungen, die hier im Deutschen Bundestag, in zahlreichen Volksabstimmungen der EU-Staaten, in unzähligen Vertrags- und Verfassungsänderungen begründet worden sind, was die Kompetenzen dieser EU anbelangt. Das ist die Handlungsgrundlage. Und auf dieser Handlungsgrundlage machen wir gemeinsam konkrete Politik, mehr sozialdemokratisch oder mehr christdemokratisch, wie immer auch. Aber wir machen es gemeinsam. Und wir haben erlebt, wer jeden Tag Lügen über dieses Brüssel verbreitet, wird im Brexit landen. Und das werden wir hier miteinander verhindern. Und es gibt auch ein weiteres in Europa, weil die Europawahl ansteht. Ja, da wird zwischen Parteien entschieden. Gott sei Dank. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, Sie können ganz sicher sein, dass der sozialdemokratische erste Vizepräsident der EU-Kommission darauf wachen wird und alles unternehmen wird, dass die Rechtsstaatlichkeit in allen, auch in allen kritisierten Ländern der Europäischen Union eingehalten wird. Deshalb das Verfahren zum Thema Ungarn und Polen, Artikel 7.
Aber auch jetzt, dreimal war er in den letzten Monaten in Bukarest, die Kritik, die notwendige Kritik auch an der dortigen Regierung, wo bekanntlich auch Sozialdemokraten drin sind. Das ist gut und richtig so. Er hat da sehr schnell reagiert. Sie haben, als es um die CDU Ungarns ging, Vorsitzender Herr Orbán, 9 Jahre lang hier in diesem Haus in den Debatten immer wieder verteidigt, der ist ja mehrheitlich gewählt, sozusagen Mehrheit kann alles. Sie haben Pilgerreisen nach Budapest gemacht in vielen Parlaments- und Parteidelegationen. Sie haben ihn auf Parteitage eingeladen und ihn gehuldigt. Wir haben von den jetzt kritisierten rumänischen Sozialdemokraten weder jemanden eingeladen, noch haben wir irgendwelche Huldigungen. Im Gegenteil, ich sehe hier einige Delegationsmitglieder, die waren in Bukarest, die haben das auch ordentlich und offen kritisiert. Das werden wir auch weiter so machen. Und das ist genau der Unterschied. Und jetzt noch ein Thema zu Russia Today. Ich kann Ihnen ja mal vorlesen, das gesamte christdemokratische A bis Z, sozusagen von Altmaier bis Ziemiak mit den Mikrofonen von Russia Today. Und jetzt machen Sie hier so billige Geschichten, weil Ihnen sonst nichts einfällt bei unserer Spitzenkandidatin. Und das ist eine unbestritten gute europäische Frau. Und das ist in Ordnung, so wie du das machst, liebe Katharina. Glück auf für den 26. Mai. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Jürgen Hart, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Axel Schäfer, Ihr Herz für Europa völlig unbestritten. Sie sind einer der starken Europäer hier. Aber das, was Sie sich gerade zum Schluss Ihrer Rede erlaubt haben, das bedarf doch einer kleinen Erläuterung. Wir haben die Stimmrechte und die Mitwirkung unserer ungarischen Partei Fidesz in der EVP suspendiert. Eine solche Entscheidung steht im Blick auf die Sozialdemokraten Rumänien noch aus. Und auch die ALDE hat bisher es nicht vermocht, einen solchen Schritt für die liberale Schwesterpartei in Rumänien zu gehen. Insofern sollte jeder vor seiner eigenen Haustür kehren. Wir tun das. Herr Kollege Hart, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schäfer. Ja. Das war meine erste Zwischenfrage in 21 Jahren im Parlament. Kollege Hart, lieber Jürgen, ist Ihnen bekannt, dass in dieser Woche die Sozialdemokratische Partei Europas die Mitgliedsrechte der rumänischen Sozialdemokraten eingefroren hat? Wir haben schnell reagiert, wo ihr 9 Jahre gebraucht habt. Wenn das dazu führt, dass wir uns auch in unseren Parteienfamilien stärker darüber bewusst werden, dass wir Werte haben, die wir auch nach innen wie nach außen verteidigen müssen, ist das ja gut. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir ganz konkret einen schweren, aber erfolgreichen Weg im Blick auf vieles geschafft haben, eine große Geschlossenheit in der Europäischen Volkspartei zu diesem Thema. Und deswegen glaube ich, dass wir die bessere und stärkere Kraft bewiesen haben in dieser Frage. Ich möchte doch trotzdem auf eine Sache kurz eingehen. Es haben ja auch einige Spitzenkandidaten von Parteien hier heute gesprochen. Der EVP-Spitzenkandidat und CDU-C-Spitzenkandidat für die Europawahl ist nicht hier. Der ist nämlich seit vielen Jahren sehr erfolgreicher Europaabgeordneter. Und wir finden es gut, dass nicht nur die CDU und CSU gemeinsam, sondern die gesamte Europäische Volkspartei mit Manfred Weber einen Deutschen als Spitzenkandidaten für die Europawahl hat. Das ist ein kraftvolles Signal, auch in die Reihen der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Manfred Weber als Kommissionspräsident würde dieser Europäischen Union gut tun. Und dafür werden wir gemeinsam am 26. Mai kämpfen. Ich möchte zweitens ganz kurz zum Thema Großbritannien etwas sagen. Ich glaube, dass in den nächsten Jahrzehnten intensiv darüber gestritten wird, wer in diesen Tagen und Wochen was richtig und was falsch gemacht hat in unserem Verhältnis zu Großbritannien. Deswegen finde ich es gut, dass Deutschland, dass die übrigen 27 Mitgliedstaaten keinen Druck, insbesondere keinen Zeitdruck auf Großbritannien ausüben
um damit auch Legendenbildungen vorzubeugen. Wir hätten unsererseits sozusagen Großbritannien in dieser schwierigen Frage doch ein Stück in eine bestimmte Richtung geschubst. Ich würde mir wünschen, dass die Briten die Entscheidung überlegen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass der erklärte Wille des Austritts sich durchsetzt. Und ich plädiere dafür, dass wir für diesen Fall zwischen Deutschland und Großbritannien darüber nachdenken, ob wir etwas wie einen Freundschaftsvertrag zwischen unseren beiden Völkern auch bilateral brauchen. Dass die Europäische Union mit Großbritannien gut zusammenarbeitet, ist selbstverständlich. Aber ich glaube, wir brauchen so etwas auch bilateral. Und das wäre meine Anregung gegebenenfalls für die zweite Jahreshälfte, damit wir Freunde bleiben, auch im Fall eines Brexit. Die Frage der Europäischen Union in der Außen- und Sicherheitspolitik hat sich im Übrigen in den letzten Jahren massiv bewiesen. Man stelle sich nur einmal vor, wir würden in den komplizierten Handelsauseinandersetzungen mit Amerika mit unseren 3% Bruttosozialproduktsanteil am Weltbruttosozialprodukt alleine stehen. Wir könnten uns nicht darauf verlassen, dass Brüssel, das von Malmström, das aber auch der französische Präsident, der spanische Premierminister und andere uns zur Seite stehen. Die Handelspolitik ist ein hervorragender Beleg dafür, wie stark die Europäische Union sein kann, wenn sie sich tatsächlich ihrer Kraft besinnt und zur Gemeinsamkeit kommt. Und ich finde es aller Anstrengungen wert, dass wir das, was wir zum Beispiel in der Handelspolitik als Kraft nach außen zeigen, was ja natürlich auch immer damit einhergeht, dass man bereit ist, Kompromisse zu schließen, dass man auf die spezifischen Anliegen der anderen Partner in der EU auch entsprechend eingeht, dass wir diese Kraft auch mobilisieren in anderen Fragen der Außenpolitik, dass wir in der Außenpolitik kompromissfähig und kompromissbereit sind. Das ist an dem einen oder anderen Punkt sicherlich auch nicht ohne Schmerzen zu bewältigen. Aber es sorgt dafür, dass wir mit gemeinsamer Stimme sprechen können. Und ich plädiere dafür, dass wir in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik zum Mehrheitsprinzip übergehen, so wie das ja im Vertrag angelegt ist und so wie es dann auch von den Außenministern beschlossen werden könnte. Ich glaube, dass die Europäische Union auch in internationalen Gremien eng zusammenarbeiten sollte. Ich sehe eine große Chance darin, dass Deutschland als Mitglied des UN-Sicherheitsrates ja nicht alleine steht, sondern andere EU-Mitgliedstaaten dort auch Mitglied sind im Sicherheitsrat. Ich halte es für dringend notwendig, dass Deutschland und die anderen europäischen Mitglieder im Sicherheitsrat gemeinsam abstimmen, gemeinsam zu Positionen kommen. Und solche gemeinsamen Positionen haben wir bitter nötig. Ich erwarte und wünsche mir einen Impuls der EU-Mitglieder im Sicherheitsrat im Blick auf die Situation in Libyen, vielleicht doch der Anlauf einer neuen Resolution und insbesondere auch im Blick auf die Beilegung des Bürgerkriegs im Jemen. Das ist eine der größten humanitären Katastrophen, die wir gegenwärtig erleben. Und ich glaube, dass da ganz konkret Deutschland und die Europäische Union gefragt sind. Da können wir beweisen, dass wir ebenso wie in der Handelspolitik super stark und handlungsfähig sind. In diesem Sinne, Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Hartz. Als nächstem Redner erteile ich dem Kollegen Dr. Jens Zimmermann, SPD-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Rolle Europas in einer Welt des Umbruchs, das ist das Thema unserer heutigen vereinbarten Debatte. Und ja, es gibt viele Umbrüche. Und wenn wir uns das Thema Technologie, Digitalisierung anschauen, dann spüren das die Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa ganz konkret. Und es ist gesagt worden, niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt, und das gilt heute immer noch. Aber wenn wir in Europa den Bürgerinnen und Bürgern Orientierung, Schutz und Unterstützung in diesem digitalen Wandel bieten, dann ist das etwas, was die Bürgerinnen und Bürger in Europa ganz konkret spüren können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dieser Wandel, dieser Umbruch, der hat natürlich auch sehr viel mit der Welt um uns herum zu tun. Die Rolle der USA, wir wissen, was da vor allem im Silicon Valley wird ja ganz viel davon gemacht. Es ist ja gar nicht mal, dass das in Washington passiert, weil das würde bedeuten, dass es alleine die Regierung ist, sondern wir haben viele große amerikanische Konzerne, die diesen Umbruch mitverursachen. Wenn wir nach China schauen, mit einem staatlich gelenkten Wandel, mit einer langfristigen technologischen Strategie. Wir haben die Diskussion über chinesische Hardware in Deutschland in den letzten Wochen auch hier geführt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich auch, wenn wir zu unserem Nachbarn Russland schauen, der
Einflussnahme auf demokratische Strukturen versucht, der dafür auch die Medien natürlich strategisch nutzt. Wir hatten in dieser Woche im Ausschuss Digitale Agenda eine sehr, sehr aufschlussreiche Anhörung zu diesem Thema. Und natürlich gehören da auch die sogenannten russischen Staatsmedien dazu. Und was wir hier heute ja gesehen haben, ist eigentlich durchaus ein Erfolg davon, dass hier darüber diskutiert wird. Ich verstehe allerdings nicht so genau, warum sich hier quasi alle Fraktionen in Glashäuser gesetzt haben. Herr Präsident hat auch schon bei Russia Today Interviews gegeben. Die Grünen in Bayern scheinen sehr gute Beziehungen dahin zu haben. Claudia Roth, Frau Schulze haben Russia Today auch schon Interviews gegeben. Über die gesamte erste Reihe der Union hat Axel Schäfer eben schon gesprochen. Also es widerspricht ja keiner, dass man manchmal vielleicht auch diesen Medien Interviews gibt. Die Frage ist ja, wie man damit umgeht, welche Haltung man dahinter hat. Aber ich bitte doch die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, das auch mal zur Kenntnis zu nehmen, meine Damen und Herren. Außerdem ist es natürlich interessant, wenn wir über die Rolle Europas bei diesem technologischen Wandel reden. Da haben wir zweifelsohne aktuell doch ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie wir auf der europäischen Ebene zum Beispiel über das Thema Urheberrecht ringen. Und da will ich doch auch noch mal festhalten, das geht durch alle Parteienfamilien hindurch. Und wenn auch der geschätzte Kollege Hofreiter auf dieses Thema Uploadfilter hingewiesen hat, Sie sind doch mit Ihrer Fraktion im Europäischen Parlament das beste Beispiel dafür, wie hart man in der Sache da ringen kann. Sie haben die ehemalige Piratin Julia Reda in Ihre Fraktion aufgenommen und Sie haben Ihre Kollegin Helga Trüpel da drin. Und das sind doch die beiden Pole dieser Debatte in der eigenen Fraktion im Europäischen Parlament. Und dann ist es nicht redlich, sich jetzt hier hinzustellen, Sie wären die Einzigen, die an dieser Stelle eine klare Meinung hätten. Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Es zeigt sich aber bei der Größe dieser Themen, die da noch weiter vor uns stehen, dass eben die große Chance ist, das gemeinsam in Europa anzugehen. Und dieser Tage, gestern und heute, findet eine ziemlich einmalige Konferenz statt, die Königswinterkonferenz, wo Deutsche und Briten zusammen hier in Berlin über die Zukunft auch Europas diskutieren. Und bei all den Themen, die wir da diskutiert haben, ist eine Sache sehr, sehr deutlich geworden. Die Zukunft bei all diesen Problemen liegt in der Gemeinschaft und nicht im Alleingang. Herzlichen Dank. Als nächster Redner erhält der Kollege Hans-Jörg Durz, CDU-CSU-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Seit rund einer Dekade steuert Europa durch schwere See. Finanzschuldenkrise, Staatsschuldenkrise, Eurokrise, sie waren die Ouvertüre in einem Stück des Umbruchs. Einem Stück, in dem viele Europäer überwiegend Molltöne anschlagen. Heute stellen wir aufgrund zahlreicher weiterer Krisen rund um Europa immer wieder fest, die Welt scheint nicht nach unserer Musik spielen zu wollen. Wir befinden uns in einem rasanten historischen Wandel, der an vielen Ebenen gleichzeitig stattfindet. Die Verbreitung westlicher Werte, unseres Lebensmodells und der damit einhergehenden globalen ordnungspolitischen Vorstellungen ist kein unumkehrbarer Prozess. Außenpolitisch ist Europa heute von einem Ring aus Krisenherden umzingelt. Im Osten versucht eine ehemalige Großmacht, den Schritt aus dem verstaubten Geschichtsbuch rauf auf die angeblich so schillernde Bühne der Weltpolitik mit einem Krieg auf europäischem Boden. Im fernen Osten hat ein Land bereits gezeigt, wie der Weg vom Entwicklungsland zur Weltmacht gelingen kann, nicht im Einklang mit westlichen Wertekonzepten. Im Süden hingegen zerfallen Staaten vor den Toren Europas. Und wer sich einst noch hoffnungsvoll gen Westen wandte, dem dürfte spätestens seit der Wahl Trumps zum amerikanischen Präsidenten klar sein, dass von dort aus wenig Unterstützung für Europa in dieser Zeit des Umbruchs zu erwarten ist. Die digitale Revolution hat einen entscheidenden Anteil daran, dass sich Machtverhältnisse auf der Welt verschieben und andere Wertekonzepte versucht werden zu implementieren. Das gilt auch für das Innere Europas. Die nationalistischen Strömungen
In vielen Mitgliedsländern der Europäischen Union mögen Teil von Unzufriedenheiten sein. Ich interpretiere sie jedoch auch als Ausdruck von Unsicherheit. In Zeiten des Umbruchs folgt so mancher gern einfachen Antworten. Zaudern und zögern, das ist es, was wir Europäer angesichts dieser Lage genug getan haben. Wir wollen aber kein Spielball in diesen weltpolitischen Umwälzungen sein. Wir wollen die Dinge ordnen, immer unsere Wertvorstellungen, unsere Grundwerte im Blick, denn auf rauer See, wer dort bestehen will, der braucht einen klaren Wertekompass. Eine der grundlegenden Errungenschaften dieses Kontinents ist es, dass nicht das Recht des Stärkeren gilt, denn die Stärke des Rechtsstaats macht uns aus. Diese Regeln der Gesellschaft gibt sich in Europa niemand anderes als das Volk selbst. In der Vergangenheit ist dies nicht immer eine Selbstverständlichkeit gewesen. Gerade den Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung konnten wir Europäer lange nicht unseren Stempel aufdrücken. Denn wer sich die Ordnung der digitalen Welt anschaut, der entdeckt mit China und den USA zwei Akteure, die nach ganz anderen eigenen Prinzipien handeln. Demnach hat die Welt die Wahl zwischen einem Internet, das im amerikanischen Wild-West-Manier allein nach unternehmerischen Interessen gestaltet wird, oder einem digitalen Raum à la China, der durch Überwachung der Bürger allein dem Interesse des Staates dient. Entweder Dalton-Brüder oder George Orwell. Nein, wir brauchen einen europäischen Weg. Wir in Europa sollten dafür sorgen, dass auch im Netz vom Volk legitimierte Parlamente sagen, wo es lang geht. Erste Schritte dahin sind gemacht. Mit der Datenschutzgrundverordnung haben wir klargemacht, dass wir auch bei der Regulierung des Internet den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Denn Volkssouveränität heißt seitdem nicht nur, dass jeder bei uns an Wahlen teilnehmen darf, sondern auch, dass jeder wählen darf, was mit seinen Daten passiert. Und auch mit der Urheberrechtsreform wird das Individuum und seine Ideen gestärkt, vom Unternehmertum bis zur Kunst. Europa wäre nichts ohne die Kreativität seiner Bürger. Sie ist zusammen mit einem freiheitlichen Menschenbild die Grundlage unseres Wohlstandes. Dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird, liegt ganz zentral in den Händen der Europäischen Union. Auch bei der Gestaltung europäischer Öffentlichkeiten hat sich gezeigt, dass die Selbstregulierung von Konzernen nicht gelingt. Denn in zahlreichen politischen Debatten im Netz sind Fake-Accounts als Agendasetter tätig. Und auch liegt die Entscheidung darüber, welches Argument in der Debatte wann, wem und wie vielen präsentiert wird, oftmals in der Hand von konzerneigenen Algorithmen. Wie diese Debattenbeiträge gewichten, bleibt jedoch schleierhaft. Eine Welt, in der die Bürger über die Gestaltung ihres öffentlichen Raumes entscheiden, sieht anders aus. Wenn politische Debatten durch Konzerne und ihre undurchsichtigen Algorithmen bestimmt werden, dann mangelt es an Transparenz. Transparenz, die notwendig ist, damit Bürger ihre Freiheit wahrnehmen können, in diesem Fall die Freiheit zu wählen, aber auch die Freiheit des Geistes. Nichts anderes als der daraus resultierende Erfindungsreichtum ist der Grundpfeiler unserer Innovationskraft. Diese Innovationskraft auch im Digitalen zu sichern, ist unsere Aufgabe für die Zukunft. Alle Regeln für die digitale Welt müssen jedoch auf zwei europäischen Grundpfeilern basieren. Herr Kollege, bitte kommen Sie zum Schluss. Und Souveränität. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster Redner hat das Wort der Fraktionsvorsitzende Mario Miruch. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Noch vor wenigen Jahren hatten führende Politiker und nicht nur die einen Traum. Die EU würde sich mit dem Euro schnell vereinen, alle Länder demokratisch, die Welt zuletzt über gemeinsame Handelsbeziehungen vernetzt in Frieden leben. Zugegeben, ein sehr schöner Traum. Der Umbruch, mit dem wir heute zurechtkommen müssen, sieht aber leider etwas anders aus. China und Russland sind keine westlichen Demokratien geworden, sondern haben ihre eigenen Staatsmodelle entwickelt. Und die USA verlegen bereits seit Obama ihren Schwerpunkt in den Pazifik, um auf die wachsenden asiatischen Märkte zu reagieren. Die EU erhebt ganz gerne selbstgefällig den Zeigefinger und weiß, wie andere sich zu verhalten haben. Ja, und auch wir in Deutschland sind dort gerne mit großem Vorsprung dabei. Dabei sind gerade wir aktuell dabei, der größte Bremsklotz für die europäische Zukunft, statt der Motor zu werden. Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik zeigt sich angesichts der heutigen Herausforderungen recht konzeptlos. Denn was fällt dem Außenminister zur Schlüsselrolle der NATO ein?
Nicht etwa der 2%-Etat, sondern Energiewende, Energiewende und Klimawandel. Man spricht von einer europäischen Armee, aber dabei sind wir ohne US-Unterstützung schutzlos. Nicht die USA, wir sind der Bittsteller, weil wir Militär- und Sicherheitsdienste einfach viel zu lange vernachlässigt haben. Wir setzen Sanktionen gegen Russland durch und fördern andererseits die Nord Stream 2-Pipeline. Wir halten Italien das Zusammengehen mit China vor und wollen in Thüringen aber ein deutsch-chinesisches Batterieprojekt auf die Wiese stellen. Und wir verteidigen den Iran-Deal gegen Israel und die USA. Das alles ist ziemlich orientierungslos, ohne jede Langzeitperspektive. Wir verprellen Freunde, Verbündete und Partner in und außerhalb Europas. Aber Moral ist billig, weil sie stets das Geld der anderen kostet. Wenn wir also wollen, dass dieses Europa besteht, dann muss sich Deutschland wieder auf das Wesentliche besinnen. Und das ist Sicherheit und Freiheit. Sicherheit ist aber nur möglich, wenn wir unseren Kontinent verteidigen können. Alle reden davon, dass Deutschland Verantwortung übernehmen muss. Ja, das sollten wir tun, natürlich auch für uns selbst. Und wer mit einem milliardenschweren Klimaschutzplan die Welt retten kann, der kriegt auch seine Bundeswehr saniert. Nur Mut. Freiheit bedeutet, dass wir nicht nur unsere Art zu leben bewahren, sondern dass wir auch zu unserem Wirtschaftsmodell stehen. Und wenn Wirtschaftsminister Altmaier denkt, wir müssten aus Angst vor den Chinesen Selbstmord begehen, indem wir unsere Wirtschaft über Verstaatlichung retten, dann fragt sich, was es später noch zu verteidigen gibt. Ohne die Grundsätze unserer sozialen Marktwirtschaft sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig und verlieren den einzigen Vorteil, den wir bisher hatten, der Vorsprung durch Innovation. Und wenn Europa auch die Skeptiker überzeugen will, dann muss es seine Demokratiedefizite anpacken, seine fettgewordene Selbstverwaltung abbauen und aufhören, die Menschen dauernd zu bevormunden. In ganz Europa muss maximales Netto vom Brutto übrig bleiben und es muss anfangen, selbstkritisch Fehlentwicklungen zu korrigieren. Es geht nicht darum, wer am meisten von der EU profitiert, sondern dass einfach alle in ihr die gleichen Chancen haben. Wie man das hinkriegt, einfach machen. Vielen Dank, Herr Kollege. Als letzter Redner in der Debatte hat das Wort der Kollege Marc Hauptmann, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, das heutige Europa, wie wir es kennen, ist ein beispielloses Friedens- und Wohlstandsprojekt. Und von dem profitieren wir alle. Die Basis dafür war historisch allerdings die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa als Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1957, vollendet mit dem Maastricht-Vertrag der Europäischen Union 1993. Der Geist von damals, historisch, nämlich die Annäherung und Partnerschaft durch wirtschaftliche Verflechtung, der gilt bis heute, jedoch nicht nur nach innen innerhalb Europas, sondern er gilt mehr denn je auch nach außen in einem globalen Wettbewerb. Wir als Union glauben daher, dass wir die Chancen der offenen Märkte, freien Güter- und Kapitalverkehr, wechselseitige Investitionen sowie internationale Beteiligung an Unternehmen auch hier weiter nutzen sollten. Deutschland profitiert wie kaum ein anderes Land von dieser Globalisierung und von der Einbettung in diese internationalen Wertschöpfungsketten. Jedoch sehen wir vor allem auch, dass viele Gefahren am Horizont lauern. Einerseits Protektionismus, globalisierungskritische Haltungen auch hier im Parlament, Chinas staatsgelenkte Wirtschaftspolitik und auch die Ausrichtung der USA mit America First. Und deswegen brauchen wir Europa heute mehr denn je als Streiterin für freien und fairen Welthandel unter den maßgeblichen Regeln der WTO. Wir wollen diese freiheitliche Wirtschaftsordnung verteidigen und auch weiter leben und weiter gestalten. Und deshalb, meine geschätzten Kollegen, ist es wichtig, dass wir Europa mit einer Stimme sprechen, dass wir gemeinschaftlich diese Projekte angehen. Und die Botschaft muss klar sein, Europa ist Sicherheit und Wohlstand. Und ich glaube, dass wir Schwerpunkte brauchen, die wir gerade auch im Rahmen dieser Europawahl jetzt auch adressieren müssen. Einmal eine gemeinsame Handelspolitik, die ständig strukturierte Zusammenarbeit PESCO bei der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Wir brauchen verbindliche europäische Rüstungsstandards anstatt German Free als neuen Qualitätsmaßstab in Europa in der Sicherheitspolitik. Wir brauchen ein Augenmerk auf den Außengrenzschutz. Und wir müssen den EU-Bürgern das Gefühl geben, dass die EU eine gewinnbringende Gemeinschaft ist, die Sicherheit in einer Welt des Umbruchs bietet. Wir brauchen die Stärkung von Sicherheit und Verteidigung als Grundstein der europäischen
Verteidigungsunion, einen verstärkten Datenaustausch zur Terrorbekämpfung, die Aufstockung von Frontex mit 10.000 Beamten, europäische Transitzentren für Migranten zur Überprüfung und gegebenenfalls auch zur Rückführung. Und drittens, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir glauben als Union zutiefst daran, und unser Spitzenkandidat Manfred Weber verkörpert das mehr als jeder andere von allen Kandidaten in diesem Rahmen. Europa ist mehr als die Summe der einzelnen Nationalstaaten. Europa ist die Idee der Verständigung einer Partnerschaft gegenüber gemeinsamen Herausforderungen. Herausforderungen auch, wie gehen wir gegenüber Russland um, gerade im Hinblick auf die Annexion der Krim und auch der militärischen Aktivitäten in der Donbassregion. Und auch hier gilt, nur mit einer gemeinsamen Haltung sind wir international stark und verlässlich und werden auch gegenüber Russland als ein starker Partner wahrgenommen. Und deshalb brauchen wir beides, die Verurteilung des völkerrechtswidrigen Handlungen, aber auch die Bereitschaft zum Dialog, Russland als Einladung in die internationale Gemeinschaft zurückzuholen. Doch hier gibt es einen eklatanten Bruch, den wir in den letzten Wochen erlebt haben, und der kommt von der AfD. Denn wir erleben nämlich, dass die AfD das, was Europa stark macht, infrage stellt. Frieden und Wohlstand, der Europa hier gebracht hat. Was wir jedoch in Europa brauchen, ist ein europäischer Zusammenhalt und keine Nationalstaaterei. Was wir in Europa brauchen, ist Stabilität und keine russischen Marionetten in unseren Parlamenten, die Europa mit Form einer versteckten Matruschka-Zwergenkampagne von innen heraus mit Propaganda hier bekämpfen. Was wir als Union gerade in diesem Wahlkampf für die Europawahl im Mai klar machen werden, ist, wir stehen in der Mitte für Wohlstand, für Frieden, für Stabilität, für eine Werte-, für eine Handels-, für eine Innovations-, für eine Sicherheitsunion gegen nationale Populisten von rechts und sozialistische Populisten von links. Das ist der Anspruch der Union bei dieser Europawahl. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hauptmann. Damit beende ich die Aussprache. Ich rufe nur mehr